Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wer im Jahr 2022 über Antisemitismus redet, kann von der gefährlichsten antisemitischen Bewegung in Westeuropa nicht schweigen, der BDS-Bewegung. Die hat eine Schlüsselfunktion. Sie ist das dreckige Bindeglied zwischen dem linken und muslimischen Antisemitismus von Intellektuellen, Künstlern, Aktivisten von Greta Thunberg und Claudia Roth zum gewaltbereiten muslimischen Antisemitismus von Hisbollah und Hamas. Der Titel dieser Aussprache heißt Erinnern und Handeln, also erinnern wir uns. Der Bundestag hat eine Resolution zur BDS verabschiedet und eine gegen Antisemitismus, alles ohne jede messbare Wirkung. Die Antisemitismus-Resolution fordert ausländerrechtliche Konsequenzen, also Abschiebung bei Antisemitismus. Das ist nicht ein einziges Mal passiert. Und die BDS-Resolution sagt, dass die BDS-Bewegung keine Räume mehr bekommt und keine finanziellen Mittel. Das lehnt Kulturstaatsministerin Roth in ihrer Abstimmungserklärung vom 17. Mai 2019 expressis verbis ab. Solange sich Deutschland also eine solche Kulturstaatsministerin leistet, ist der Kampf gegen Antisemitismus eine Farce, bestenfalls eine Farce, eigentlich eher eine Verhöhnung der Opfer. Kommen wir zum Handeln. Wenn man etwas gegen den Judenhass erreichen will, sollte man sich das Land angucken, das als einziges, in dem sich die Juden als einziges seit Merkels Flüchtlingskrise 2015 sicherer fühlen, weniger angegriffen fühlen als vor Merkels Flüchtlingskrise. Und das ist Ungarn. Die Europäische Union hat in ihrer zweiten großen Erhebung 2018 16.000 Juden in Westeuropa befragt. Das Ergebnis ist eindeutig. Der Anteil der Juden, die zum Beispiel Angst vor gewaltsamen Angriffen haben, wurde in Ungarn zwischen 2012 und 2018 auf unter 30% halbiert. In Deutschland ist im selben Zeitraum diese Quote auf über 60% gestiegen. Angst bei Juden vor Übergriffen über 60% nach einer Erhebung der Europäischen Union. Der Anteil der Juden, die tatsächlich Opfer von Übergriffen wurden, ist in Ungarn auf 17% zurückgegangen und in Deutschland um etwa ein Drittel auf knapp 30% gestiegen. Knapp 30% aller Juden in Deutschland Opfer von Angriffen. Rabbiner Szlomo Kövess sagte, das gute Beispiel Ungarn sollte man auf die ganze EU anwenden. Merkels Bundland ist für Juden immer gefährlicher und Orbáns dezidiert katholisches Ungarn ist für Juden immer sicherer. Oder wie im Dezember 2017 die linksliberale israelische Zeitung Haaretz titelte, ich zitiere wörtlich, Hungary is keeping Jews safe by keeping Muslims out. Zitat Ende. Und statt Hans-Georg Maaßen zu verleumden, sollten sich unsere linken Klimaterroristen um Luisa Neubauer dem Antisemitismus in ihrer Klimasekte widmen. Von Hamburg bis nach Gaza, Klima-Intifada. Das war der Schlachtruf, mehr muss man gar nicht wissen. Diese grünen Klimaspinner sind ideologisch verloren, extremistisch und auch antisemitisch. Wir sollten die alle irgendwo hinkleben, an irgendeinen hohlen Baumstumpf, wo sie niemanden stören und keinen mehr töten können. Erinnern und Handeln steht über dieser Debatte heute. Sie sind hier in der Regierung und könnten handeln, aber Sie werden wieder nichts tun. Wenn die AfD regiert, werden wir Judenhasser und Islamisten abschieben und keine neuen mehr hereinlassen, werden Hassmoscheen schließen, BDS-Bewegung verbieten, die Auslandsfinanzierung von Moscheen unterbinden und, wo die AfD regiert, wird der Muezzinruf in unseren Städten verstummen. Vielen Dank.